Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet. Das Halloween-Event ist endlich gestartet und ich begebe mich natürlich direkt auf die Suche nach den drei Alligatorhechten, die wir zu fangen haben. Zum einen die Albino-Alligatorhechte in Florida, die Grün-Oger-Alligatorhechte in North Carolina und beginnen wollen wir hier in Missouri. Da sehen wir schon den Alligatorhecht, der hier zwar Sparbe heißt, aber was soll's. Den schwarzen Vampirknochenhecht. Mit dem werden wir starten, aber bevor wir starten, gucken wir uns erstmal die neuen Sachen an, die es hier extra zu Halloween zu kaufen gibt. Das sind hier zum einen mal die Köder, tote Maus, Schweineauge, verfaulter Köderfisch und irgendwas gab es noch, aber weiß ich jetzt nicht. Habe ich das jetzt übersehen? Keine Ahnung. Dann gab es halt nur drei. Auf jeden Fall werden wir mit denen auf Knochenhecht gehen, denn da steht schon Knochenhecht als Zielköder. Mit denen hier geht's auch. Knochenhecht steht da extra dabei. Und mit ein paar anderen Sachen auch noch. Ich glaube, Scheiner sind, glaube ich, auch dabei. Nee, gar nicht mal. Aber großer Köderfisch müsste dabei sein. Jawohl. Das haben wir am Start. Dann gibt's neue Spulen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die hier auch dabei sind. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Die hier könnten das gewesen sein. Aber vielleicht sind die auch im letzten Update schon eingeführt worden. Weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwie so um den Dreh hießen die. Also, die können das gut gewesen sein. Die Routen habe ich allerdings nicht gefunden. Phoenix. Ne, das waren die, die vorher auch gibt. Also, keine Ahnung. Also, man kann halt das DLC kaufen für 15 Euro oder so. Da hat man dann das ganze Halloween-Equipment zusammen. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe mir nur die Köder gekauft. Wie wir hier schon sehen. Ne, da sehen wir es nicht. Aber hier habe ich schon mal zumindest die tote Maus. Genau, die Posen gibt es auch neu. Leuchtposen kosten 1 Gold pro Pose. Ich habe mir mal ein paar gekauft davon, aber wirklich leuchten tun die nicht, wie wir gleich sehen werden, aber gut. Dem Halloween-Feeling werde ich das jetzt mal hier verdanken, dass wir die benutzen werden. Und dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir begeben uns ans Wasser und versuchen mal ein paar Knochenhechte zu fangen. Also reisen wir da mal hin. Der Kürbis dreht sich auch in der Ladezeit. Man hat hier unten auch so Tipps während des Ladebildschirms, das ist auch neu. Und den Rest werden wir gleich sehen, genau. Setup wollten wir uns noch angucken. Die waren zum Glück so freundlich und haben schon gesagt, dass die bei einer Tiefe von 60 cm beißen. Deshalb werden wir das auch einfach verwenden und in dieser Tiefe angeln. Und sonst im Equipment. Das ist meine normale Posenroute wie in den letzten Videos auch schon. Phoenix 450, Exterminator 5500, 023er geflochtene. Ich habe noch keine Flure ausprobiert, vielleicht klappt das besser. Aber ich habe jetzt mit der geflochtenen auch Knochenhechte gefangen, also werde ich die jetzt einfach behalten. Weil die bis an die 10 Kilo wiegen, zumindest die, die ich bis jetzt gefangen habe. Ob es noch Trophies oder einzigartige gibt, weiß ich nicht. Wäre natürlich schön, aber gefangen habe ich noch keinen. Deshalb bleibe ich erstmal hier bei der geflochtenen Schnur. Und sonst 2-0er Haken. Könnte man vielleicht auch ein bisschen größer wählen, aber ich habe da viele Fehlbisse bekommen, wenn ich einen größeren Haken hatte, also die sind da nicht mehr hängen geblieben. Aber gut, wir werden einfach jetzt mit dem 2-0 Haken angeln und es dabei belassen. Also so viel zum Equipment, dann gehen wir mal zurück hier zur Karte und hier unten zu dem Spot. Ob es da oben welche gibt, weiß ich nicht. Ich kam gerade erst nach Hause, habe nur noch den PC angemacht und habe hier schnell versucht welche zu fangen, um das Video schon morgen raushauen zu können. Kurz mal den Chat ausmachen. Und dann machen wir einmal einen Tastendruck auf T und spulen die Zeit vor, denn wir können tatsächlich jetzt Nacht angeln und die Knochenhechte beißen nur nachts von, was haben sie geschrieben, 19 Uhr bis 5 Uhr morgens oder so. Aber ich habe die ehrlich gesagt nicht gefangen vor 22 Uhr und deshalb werde ich das Ganze so beibehalten und einfach mal rauswerfen und schauen, dass wir den ersten fangen. Hoffentlich klappt das. Die sind hier teilweise ein bisschen zickig. In North Carolina und in Florida sollen die angeblich häufiger beißen und größer sein. Also wir fangen hier mit dem kleinsten der Knochennächte an. Ich habe gehört, in Florida bis zu 20 Kilo. Das ist nochmal das Doppelte von hier.
Aber nichtsdestotrotz werden wir versuchen, hier den ersten zu überlisten. Für alle, die hier jetzt natürlich hier anfangen mit dem Spiel und hier hinkommen und dann direkt die 9 Kilo Fische sehen und sich fragen, wie sie die fangen können. Ja gut, die werden halt nicht das Equipment dafür haben. Die müssten sich dann halt das DLC für 15 Euro kaufen. Aber ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Wenn ihr die unbedingt fangen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Und hier haben wir schon den ersten Fisch. Aber das dürfte ein Wels sein, denn die kriegen wir tatsächlich als Beifang. Da haben wir einen Kanalwels. Deshalb hatte ich eigentlich versucht, einen größeren Haken zu nehmen, um die Bisse von denen auszuschließen. Aber, wie gesagt, da habe ich dann auch auf die Knochennächte leider zu viele Fehlbisse bekommen. Deshalb lasse ich das einfach und hoffe, dass der Knochennecht vor dem Wels den Köder findet. Auf jeden Fall sehen wir am anderen Ufer auch schon die Augen blinken, wenn wir uns nicht nur auf die Pose und den Balken da konzentrieren. Also das Halloween-Feeling ist auf jeden Fall schon mal eingebaut, auch die Soundkulisse. Ich weiß nicht, wie laut das hinter dem Video sein wird, aber auf meinen Kopfhörern sind hier schon merkwürdige Geräusche um mich rum. Da möchte ich eigentlich nicht allein am Wasser stehen. Aber was tun wir nicht alles, um den Knochenhecht zu erwischen? Man kann auch Skelettsonnenbarsche fangen. Habe ich noch nicht gemacht. Weiß ich nicht, mache ich vielleicht noch im anderen Video. Ich werde jetzt erstmal hier die drei Knochenhechte versuchen zu fangen. Und mich dann später darum kümmern. Soll angeblich so zu fangen sein wie die normalen Sonnenbarsche auch. Also wahrscheinlich ganz so schwer, sollen auch nachts beißen. Deshalb sollte das wohl machbar sein, dass ihr die auffangen könnt. Und hier haben wir direkt mal einen Trophäenwels. Ja, auch gut auf dem Maus. Aber auch noch nicht unser Zielfisch. Da müssen wir noch ein bisschen weiter versuchen. Und hoffen, dass da gleich mal einer an den Haken geht. Ob das hier die beste Stelle für die ist, weiß ich natürlich auch nicht. Da habe ich bis jetzt meine ersten Knochennächte gefangen. Und deshalb werde ich jetzt auch weiter angeln und schauen, dass sich da was an den Haken begibt. Aber dazu müssen die Fische natürlich mitspielen. Aber das sieht schon wieder nach einem Wels aus. Wenn das ein Knochen nicht ist, dann ist der Ausschlag tatsächlich etwas kräftiger als auf der Powerleiste. Was sie allerdings entfernt haben, ist tatsächlich die Meldung mit dem Fehlbissen. Die sind wohl noch da, aber nur bis Level 5 und danach trauen die uns tatsächlich zu, dass wir es erkennen, wenn der Fisch weg ist. Also die Meldung gibt es zum Glück nicht mehr. Die war auch ein bisschen sehr penetrant teilweise. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Errungenschaft, dass das Problem beseitigt wurde. Außerdem gibt es noch neben den Knochenhechten, die jetzt nur zu Halloween da sind, für 10 Tage eine neue Fischart, und zwar ist der, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt. Auf Englisch heißt er Flathead, wahrscheinlich Flachkopfwels oder so. Auch in North Carolina. Zu dem wird natürlich auch ein Video kommen. Aber ob es das in dem Knochenhecht-Video geben wird oder danach noch ein extra Video, ich glaube, ich mache dazu ein extra Video. Schauen wir einfach mal. Vielleicht fängt man die ja auch hier parallel nebenbei mit den Knochenhechten wie hier mit den Katzenwelsen. Dann müssen wir dazu natürlich kein extra Video machen, aber das werden wir dann sehen, wenn wir da sind. Aber hier treibe ich jetzt in den Baum rein, deshalb hole ich mal kurz rein und werfe neu aus. Und dann hoffe ich, dass diesmal ein Knochenhecht da hängen bleibt. Was gibt's noch neu? Wir kriegen für die Welse, für die Knochenhechte, irgendwelche Kleidungsstücke. Ich glaube, für die hier gibt's einen Hut
Oder was für ein Albino? Ich weiß, keine Ahnung, ich weiß die Zuordnung nicht mehr. Auf jeden Fall kriegen wir für eine Knochenechtart einen Halloween-Hut, für eins eine Weste und für die letzte Art irgendeine Kiste. Was da drin ist, weiß ich nicht. Ob da überhaupt irgendwas drin ist oder ob das halt wirklich nur eine Kiste ist, das wird sich dann noch zeigen. Wie ich das verstanden habe, brauchen wir dafür nur einen Fang. Ich habe jetzt natürlich schon einen gefangen, aber. Boah, ich habe auch ehrlich gesagt nicht in mein Inventar geguckt, ob wir das haben. Keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es hier ein Achievement dafür. Und das geht auf jeden Fall bis 3 Stufen. Für die zweite Stufe bekommt man schon Gold. Und für die dritte vielleicht dann erst das Item. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall gedacht, weil die irgendwas mit Accept Challenge geschrieben hatten, dass es vielleicht schon Quests jetzt gibt, die man annehmen muss in-game, aber dazu habe ich auch nichts gefunden gehabt. Deshalb weiß ich nicht, wann das Item letztendlich ins Inventar kommt. Das werde ich dann noch rausfinden müssen. Aber erstmal müssen wir hier überhaupt mal einen Knochenecht an die Angel bekommen. Das sieht nämlich schon wieder ziemlich mau aus. Ich hoffe tatsächlich, dass die bei den anderen Gewässern besser beißen. Die ersten paar habe ich glaube, nacheinander direkt rausgeholt. Das war überhaupt kein Problem, habe ich gedacht, ja, das läuft ja schon mal. Dann immer so mal vereinzelt ein und jetzt habe ich hier eine Flaute. Weiß ich nicht, ich hatte schon vor der Aufnahme irgendwie eine Mega-Flaute. Da war irgendwie gar nichts zu holen. Das hier könnte jetzt tatsächlich mal einer sein. Jetzt müssen wir nur beten, dass der hängen bleibt. Ja, zupfen tut er schon mal. Ich glaube, das ist einer. Jetzt Daumen drücken. Abziehen tut er, hängen tut er auch. Die Spannung ist auf der Schnur hoch genug und das Schwimmverhalten von dem ist auch gut. Der lässt sich nämlich überhaupt nicht beeindrucken von unserem Pullen hier. Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt den Bug mittlerweile gefixt haben mit der Bremse, dass wir die einfach zumachen können. Auf jeden Fall können wir die jetzt verstellen mit den Tasten 0 bis 9, glaube ich. Was ich noch nicht ganz verstehe, weil wir nur 6 Felder haben, aber ich kann ja gleich mal 0 bis 9 drücken. Auf jeden Fall haben wir hier den ersten schwarzen Vampir-Knochenhecht am Start. 8,4 Kilo, sogar nur ein kleiner. Da waren die anderen deutlich größer, auch wenn es nur 2 cm mehr waren, die die anderen hatten. Aber hier 118 cm, 8,5 Kilo, mein, der glänzt so schön silbrig. Ist natürlich vernarbt, wie so ein richtiger Halloween-Knochenhecht. Auf jeden Fall sehr schön. Auch, dass sie dafür Zeit haben, das ist mal bemerkenswert. Weil die mit Sicherheit genug zu tun haben. Und dann hier so einen Fisch auch in der Detailgetreue mal eben reinzubauen. Hut ab, ist mit Sicherheit auch nicht ganz leicht. Aber haben sie geschafft und wir packen ihn natürlich in unsere Tasche. Und ich kann mal kurz gucken, ob ich im Inventar. Wobei hier im Inventar habe ich meinen Hut, glaube ich, sowieso dann nirgendwo. Ich wüsste zumindest nicht wo, weil Kleidungsstücke gibt es hier nicht. Oder ist das hier Kleidungsstücke? Keine Ahnung. Ja, wir gucken auf jeden Fall hier mal erstmal, was hier der Knochen nicht überbringt. $42, das ist für Missouri eigentlich gar nicht so schlecht, weil wenn wir überlegen, dass die Reisekosten, lass mich nicht lügen hierhin, weiß nicht, was sie kosten, $25, $30, irgendwie auf jeden Fall richtig wenig. Und der Tag hier irgendwie $5 oder so. Also wenn wir dann hier ein paar Knochenhechte fangen, dann kann man ja schon durchaus gerade am Anfang für die niedrigen Level ordentlich Geld machen mit denen. Und ist halt dann die Frage. Also ihr könnt euch dann natürlich das DLC kaufen, gerade wenn ihr niedriges Level seid und die fangen und so auf jeden Fall zumindest Geld farmen. Oder aber ihr versucht die halt mit leichterem Gerät zu fangen. Ich weiß jetzt ehrlich nicht gesagt, welche Route da ab welchem Level irgendwie Erfolg verspricht. Das kann ich euch nicht sagen. Das habe ich so nicht auswendig im Kopf. Aber ihr könnt ja dann zur Not immer noch die Skelettbarsche fangen. Wenn ihr wisst, wie ihr normale Sonnenbarsche fangen könnt, dann sollte das ja auf jeden Fall auch klappen. Wir gucken auf jeden Fall erstmal hier, ob wir noch einen zweiten Knochenhecht landen können. Oder ob die so scheu sind, dass sie nicht wollen.
Ihr könnt natürlich auch die anderen Halloween-Köder benutzen, das ist auch kein Problem. Also ihr könnt auch die Schweineaugen verwenden oder die Dingensfische da, die verrotteten Fische. Die kosten allerdings auch Gold. Aber gar nicht so viel, glaube ich. 3 Gold, 2 Gold. Oh, irgendwie so um den Dreh. Ich möchte mich nicht darauf festnageln. Das hier könnte auch ein Knochenecht sein. Also jetzt kriegen wir noch mal ein paar Bisse hier. Das ist doch schon mal gut. Schlechter Start, aber jetzt. Ja, okay, der ist weg. Schade. Warten wir mal auf den nächsten, der da kommt. Da kommt schon wieder einer, aber das sieht nach einem Wels aus. Und der zieht ab. Hängt auf jeden Fall, aber da sehen wir schon. Da kommt wieder mal der Kanalwels ans Tageslicht. 1,6 Kilo, aber bald mal natürlich auch. Auch wenn der unsere Mäuse hier auffrisst. Und dann versuchen wir es auf ein neues. Immerhin haben wir einen gefangen, also können wir jetzt schon mal ganz beruhigt sein. Ziel ist erfüllt. Und alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Die Frage ist ja natürlich auch noch, ob es Trophäen und Einzigartige gibt. Wäre natürlich auf jeden Fall richtig nice. Allerdings habe ich weder im Chat eingelesen, noch selbst gefangen. Wenn, dann würde ich es vielleicht echt mit dem verrotteten Fisch versuchen, weil der halt Gold kostet. Da ist dann die Chance wahrscheinlich minimal höher. Sonst würde ein Goldköder für die natürlich auch wenig Sinn machen. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass es hier Trophäen gibt. Wobei ich ja dann natürlich auch sagen muss, dagegen spricht dann ganz klar, wenn wir an Florida denken zumindest, und die da bis 20 Kilo schwer werden können. Der größte Kescher hier trägt wie viel? 25 Kilo oder so? Ich weiß nicht, was die Drahtseile tragen, weil ich immer die normalen Kescher verwende. Aber da ist das Maximum, glaube ich, 25 Kilo pro Fisch. Also da wird jetzt wahrscheinlich nicht so ein Einzigartiger kommen, der 50 Kilo wiegt oder so. Also ist dann halt die Frage, ob es die tatsächlich noch in größer gibt oder halt nur in Anführungsstrichen in Normalgröße. Das kann ich euch nicht sagen. Vielleicht dann in den nächsten Tagen. Wie gesagt, ich bin ja gerade erst selber von einer Stunde nach Hause gekommen, habe direkt den PC angemacht, Update geladen und mich ins Abenteuer gestürzt. Also viele Informationen habe ich auch noch nicht. Ich werde euch im Anschluss auch direkt die anderen Videos machen von den anderen Hechten, beziehungsweise ich werde es versuchen. Die müssen natürlich auch noch beißen. Und ich muss erstmal rausfinden, wo die da stehen. North Carolina kann ich mir vorstellen, dass die da durchaus auch an dem Baumstamm da stehen. Weil wo sollen die da sonst sein? Und Florida, ja gut, da muss ich halt gucken. Da sind natürlich viele Baumstämme im Wasser. Also irgendwie an den Hindernissen werden die schon stehen. Also werden wir die da auch mit Sicherheit irgendwo fangen. Und dann habe ich auf jeden Fall 3 Videos, die ihr am Wochenende gucken könnt. So ist zumindest der Plan. Freitag, Samstag, Sonntag jeweils ein Alligatorhecht am Start. Ob es mir dann gelingt, in der Tat auch umzusetzen, bleibt natürlich abzuwarten. Aber ich werde mein Bestes geben. Und dann habe ich auf jeden Fall noch Zeit genug, wenn ich die Videos gleich alle hier mache, um noch eventuell andere Fische wie den Skelettfisch hier oder ich weiß natürlich nicht, ob es an anderen Gewässern auch irgendwelche Skelettfische gibt, die dann auch noch zu fangen. Aber das wird sich dann alles noch zeigen. Erstmal können wir hier reinholen, denn das ist mir schon wieder viel zu weit abgetrieben. Und dann können wir es auch von mir aus nochmal mit einem anderen Köder versuchen. Packen wir mal da das Schweineauge da dran. Und gucken, ob wir da vielleicht noch einen Hechtbiss bekommen. Also, das ist schon die Pose, die leuchtet auch nicht wirklich, wie ich schon angekündigt hatte. Ist halt so, ja, so eine Wasserkugel in Gelb, aber unter Leuchten stelle ich mir was anderes vor. Aber die ist natürlich auch nicht nötig. Also ihr könnt auch durchaus mit der normalen Pose angeln. Wir haben ja hier den Posenindikator sowieso rechts am Rand. Also
übersehen, wenn man die Pose nicht ist, als auch nicht hier so, dass das hier schwarz wie die Nacht ist. Ist ja hier noch vergleichsweise hell. Also Sichtprobleme werden wir da mit Sicherheit nicht bekommen. Aber ein bisschen wie es aussieht auch nicht. Aber gut, die sind halt ein bisschen zurückhaltend. Vielleicht gibt es noch einen besseren Spot, dann gerne in die Kommentare unten, dass auch andere das lesen können, wo man die noch fangen kann. Und ich werde es mir natürlich auch durchlesen und gegebenenfalls dann in einem anderen Video nochmal erwähnen oder noch ein Video dazu machen. Sind ja 10 Tage Zeit. Da werde ich auf jeden Fall, das ist mit Sicherheit nochmal gegebenenfalls dazu kommen, wenn da noch irgendwie Klärungsbedarf besteht. Aber ansonsten haben wir zumindest eingefangen. Und das war auch nicht mein erster, also klappt es an der Stelle auf jeden Fall. Im Chat habe ich auch nur diese Stelle hier gelesen. Links von der Astgabel. Von 5 Meter bis 15 Meter hatten da alle irgendwelche Angaben. Also müsste auch nicht so genau von der Weite her werfen, denke ich. Ist halt immer die Frage, links von der Astgabel, wie weit man jetzt von der Astgabel rechts entfernt steht. Also ich kann ja hier noch links und rechts hin und her laufen. Wenn ich mich jetzt nach links laufe, dann ist links von der Astgabel natürlich eine ganz andere Position, als wenn ich jetzt hier noch 10 Meter nach rechts laufe von der Astgabel und dann links von der Astgabel hinwerfe. Also das ist jetzt natürlich variabel. Aber ich habe mich jetzt mal hier so halbwegs vorgestellt, sodass die Spiegelung von dem toten Baum da hinten auf die unterste Spitze hier quasi auf die Astgabel zeigt. Ich glaube, in dem Video wird das wahrscheinlich nicht so gut erkennbar sein, weil YouTube das nochmal ein bisschen weiter runter komprimiert. Aber irgendwie werdet ihr das schon erkennen können. Aber auch auf Schweineauge bekommen wir hier erstmal kein Mist. Ich kann mal. Oh ne, da hänge ich fest. Ich wollte sagen, kann ich ja mal hier am Ast angeln. Ach, 0 Uhr. Ohne Witz, ich habe das Gefühl, dass die Zeit nachts auf jeden Fall schneller rumgeht. Weil ich habe jetzt um 22 Uhr gestartet. Wir haben jetzt 0 Uhr 11. Und normalerweise komme ich in der Aufnahme immer so ungefähr eine Stunde hin. Also eine Ingame-Stunde, die dann so ungefähr 15 Minuten dauert. Wenn nicht sogar genau 15 Minuten. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal irgendwann im Chat irgendwo. Und hier jetzt zwei Ingame-Stunden auf einmal und ja, Aufnahme läuft seit 22 Minuten. Am Anfang ein bisschen gelabert. Also trotzdem, auf jeden Fall glaube ich, dass das hier nachts tatsächlich wesentlich schneller geht. Vielleicht am Tag jetzt auch. Vielleicht haben sie das auch geändert. Das wäre natürlich gar nicht mal so gut. Ich kann ja noch mal ein bisschen näher versuchen, ob wir da noch was rausziehen. Weil manche Fische halt wirklich nur in einer Stunde beißen. Und wenn die das nachts auch geändert haben, dann Prost Mahlzeit, tagsüber. Weil das dann natürlich noch mehr Zeitdruck ist, die Fische irgendwie an den Haken zu bekommen. Da müssen wir dann mal schauen, wie das ist. Aber die nächsten Videos werden sowieso in der Nacht sich abspielen. Also von daher werden wir das erstmal in den nächsten paar Videos nicht rausfinden. Wenn euch das auch aufgefallen ist, tagsüber könnt ihr es ja gerne erwähnen. Aber nachts auf jeden Fall etwas schneller das Ganze, wenn nicht sogar doppelt so schnell. Gucken wir mal, ob wir hier noch was fangen, wenn wir auf den Baum zutreiben. Aber jetzt wollen auch nicht mal mehr die Welse. Wie gesagt, bis 1 Uhr kriegt man eigentlich noch so, bis auch nach 1 Uhr habe ich noch Welse gefangen, aber den Knochenhecht nicht mehr. Also, oh, da kriegen wir noch mal einen Biss. Das sieht sogar nach einem Knochenhecht aus. Vielleicht können wir noch mal einen überlisten, wenn der denn abzieht. Na komm, mein Freund. Lecker Schweineauge, wer mag's nicht? Und da zieht er ab. Die Bremse geht. Schwimmverhalten, ganz klar. Der Knochenhecht am Start. Und da zieht man auch schon an Land. 8,4 Kilo, wieder ein kleiner. Na gut.
großer Volt heute nicht, aber immerhin zwei Knochennächte erwischt. Das ist schon mal hervorragend mit einer Maus und einem Schweineauge. Klappt also beides. Perfekt. Damit würde ich sagen, haben wir zumindest schon mal einen guten Abschluss erreicht. Und werden es im nächsten Video dann auf den nächsten Knochenhecht, und zwar den in North Carolina versuchen. Florida wird dann ganz am Ende kommen, als drittes. Und dann hoffe ich, dass euch das Video hier schon mal gefallen hat. Und hoffe dann auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und dann auch sehen könnt, ob wir dann auch den Knochenhecht überlisten können und ob der auch tatsächlich dann leichter beißt. Das werden wir dann alles sehen. Bis dahin sage ich auf jeden Fall Petri Heil, viel Spaß beim Halloween-Event und bis zum nächsten Mal.